Don Diarrado kommt 2009 in Schermbeck auf dem Hof Lohmann zur Welt. Die Mutter, Staatsprämienstute Lady Lancer von Lord Lancer. Der Vater, Diarrado. Auf der NRW-Hauptkürung springt sich Don Diarrado souverän ins Prämienlot. Für 44.000 Euro wechselt er erst in den Besitz des Gestüts Spree, kommt aber auf der Hengstation von René Teppel in den Zuchteinsatz. Ich glaube, dass Don Diarrado auch später auch international sowie Chaco-San oder Leithorn mitspielen kann. Unter Philipp Bölle startet nun auch seine sportliche Karriere. Die beiden nehmen am Bundeschampionat teil. Auch qualifiziert sich das junge Duo für die WM der Jungspringpferde in Lanaken. Danach wechselt Maurice Teppel in den Sattel von Don Diarrado. 2017 gewinnt er mit dem 8-jährigen Hengst den U25 Springpokal in Aachen. Sein besonderes Merkmal? Der weiße Fleck auf der Kuppe. Januar 2018. Beim K&K Cup der erste Sieg im großen Preis. Das ist schon ein Riesenvorteil, wenn man sich nicht die letzten Gedanken um Fehler machen muss und einfach sich auf den Ritt konzentrieren kann. Er ist einfach groß gewachsen, hat einen riesen Galoppsprung, aber trotzdem auch noch flink dabei, oder? Ja, super. Richtig beweglich auch am Sprung. Ich glaube, er weiß einfach, wie der Sport geht und das macht richtig Spaß mit dem. Chaco-San ist dein Top-Pferd. Don Diarrado vielleicht potenziell einer, der in seine Fußstapfen treten kann? Klar, meine absolute Nachwuchshoffnung auch für die nächsten Jahre. Wie gesagt, man muss hoffen, dass ich den halten kann. Wenn das zutrifft, dass ich ihn behalten kann, ist das für die nächsten Jahre auf jeden Fall mein zweites Top-Pferd. In Nörten-Hardenberg müssen sich die beiden knapp geschlagen geben. Auf Rang 2 mit 37,96 Sekunden, 9 Jahre jung, dieser Ausnahmehengst. Ein Highlight folgt dem anderen. Beim Derby in Hamburg gewinnt das Top-Paar aus Emsbüren die Qualifikation der Global Champions Tour und schafft es beim großen Preis in Stechen. Familie Mütter kauft Don Diarrado und sichert somit die weitere gemeinsame Zukunft. Ein Jahr nach seinem Sieg im U25 Springpokal sind Maurice und Don Diarrado wieder in Aachen mit dabei. Diesmal beim Großen Preis von Nordrhein-Westfalen. Mit zwei starken Nullrunden werden sie Vierter. Dann der Karrierehöhepunkt: die Team-Bronzemedaille bei den Weltreiterspielen. Maurice und sein Vater hatten recht. Aus der Nachwuchshoffnung ist ein echtes Top-Pferd geworden. Auch seine Nachkommen überzeugen durch starke Bewegungsabläufe und Langbeinigkeit. Eben ganz der Papa. Verfolgt den weiteren Weg von Maurice und Don Diarrado live bei uns.